den Grünen traditionell unsere Gäste vom Port in Oldenburg und nicht minder traditionslos der mit SSV Yellow in ganz blauer Spielkleidung. Müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich zufrieden bin. Ist ja ganz klar, man muss erstmal dem VfL gratulieren zum Sieg, ist ja ganz klar, es war ein verdienter Sieg. Von daher muss man das neidlos anerkennen. Ich hatte heute das Gefühl, dass wir das Spiel schon nach 2 Minuten verloren hatten. Einmal durch eine Unachtsamkeit, durch den Kopfball in die Mitte, wo das 1-0 fällt. Dann 2. Minute Radek Spielersek, dann verletzt raus muss. Und da fehlte uns einfach heute die Kreativität dann, um so ein Spiel nochmal umzubiegen. Wir haben uns erste Halbzeit ja fast gar keine Torschancen rausgespielt. Das ist dann einfach zu wenig. Wir haben kurz vor der Halbzeit 1, 2 gute Chancen gehabt, wo der letzte Pass fehlte. Sind dann in der zweiten Halbzeit, haben uns da vieles vorgenommen. Aber das, was wir eigentlich machen wollten, wie wir spielen wollten, das haben wir eigentlich zu keinster Weise umsetzen können. Was natürlich auch daran liegt, dass VfL mit Sicherheit sehr gut und sehr tief geordnet gestanden hat. Aber das wissen wir und das wussten wir vorher auch, dass es schwer wird. Und wir haben uns da eigentlich taktisch andere Sachen vorgenommen, die wir aber, wie gesagt, zu keiner Zeit umsetzen konnten. Und in der zweiten Halbzeit merkte man auch dann, dass gerade zum Schluss, ja, dass der Glaube an den Sieg fehlte und dass wir einfach nicht mehr dran geglaubt haben. Und dann gehen solche Dinger wie die 2, 3 Chancen, die wir dann haben, gehen dann auch nicht rein. Dann springt dir der Ball auch nicht vorm Fuß, sondern springt zum Gegner. Und dann verliert man so ein Spiel einfach verdient 2-0. Ja, ich bin natürlich hochzufrieden mit den 3 Punkten, die wir hier auswärts in Yeddelo geholt haben. Das frühe 1-0 spielt uns natürlich absolut in die Karten. Wir sind dann gut ins Spiel gekommen und haben meines Erachtens 20 Minuten vor der Halbzeit ein bisschen den Faden verloren. Da ist Yeddelo wirklich stärker geworden. Mit der zweiten Halbzeit und dem Elfmetertor haben wir noch mehr Zugriff auf das Spiel gekriegt und haben uns dann taktisch so klug verhalten, dass wir Yeddelo zu vielen langen Bällen gezwungen haben, wo dann wirklich keine klare Torschance mehr rauskam. Und von daher denke ich, dass das 2-0 auch absolut in Ordnung geht. Ja, das ist unser Faustpfand, ganz klar. Ich habe in der Besprechung gesagt, Leute, lasst uns auf das aufbauen, was wir uns erarbeitet haben. Im letzten Jahr schon haben wir am wenigsten Gegentore gekriegt. Wir haben im 4. Spiel in der neuen Liga noch kein Gegentor gekriegt. Das sieht natürlich gut aus und da sind wir wirklich auch sehr stark besetzt.